Die Kekse sind jetzt gekühlt, können wir jetzt hier runternehmen und mit dem Dekorieren beginnen. Ich mache jetzt bunte Konturen, die wir dann weiß füllen werden. Bei der Spritztülle drehe ich hier immer oben nach, um hier so Druck zu geben, wenn es dann hier vorne kommt. Umso mehr Druck ich gebe, immer mehr nachdrehen. Das ist so der Trick, dass ich das hier unten festhalte. Also nicht irgendwo hier in der Mitte drücken, sondern immer ganz hinten. Fangen wir damit an. Bis hier die Glasur kommt, setze hier an und dann ziehe ich das so rum. Das sieht hier so total einfach aus und du wirst sehen, so einfach ist es nicht. Aber ich kann dich beruhigen, mit ein bisschen Übung ist es wirklich sehr einfach. Wir machen jetzt auch hier verschiedene Muster. Vielleicht hast du jetzt an diesem Punkt genug Rosa gesehen, dann machen wir mal ein bisschen ein paar Blauer. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen trocken. Je nach Raumtemperatur und Feuchtigkeit dauert das ein bisschen länger oder geht ein bisschen schneller. Und wenn es dann angetrocknet ist, können wir dann mit der Füllung beginnen. Um das jetzt zu füllen, machen wir dieselbe Wasser nochmal, aber ein bisschen flüssiger. Du siehst hier, die ist so ein bisschen, läuft so ein bisschen besser. So, wenn wir jetzt die Kekse von ganz zu Beginn nehmen, können wir hier anfangen zu füllen. Dann drücke ich da einfach raus und fahre damit so an die Kontur. Und wie du jetzt dann so merken wirst, nach dem ersten Keks, ist das eine ziemlich aufwendige Arbeit und braucht viel Geduld. Hier fahre ich auch immer mit dem Spitz so kleine Kreise, wo ich die Glasur dann ein bisschen zerwische. Das muss jetzt wiederum trocknen. Was auch noch so ein Trick ist, wenn du im Nachhinein siehst, oh, da ist irgendwie noch so eine kleine Stelle, wo die Glasur nicht rangekommen ist mit dem Spitz, kannst du das einfach mit dem Zahnstocher rausziehen, das geht auch. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, ich mache das Herz jetzt einfach weiß und mache dann nachher nochmal rosa Punkte drauf. Und dann kann ich das natürlich so ein bisschen großzügiger füllen, als wenn ich jetzt hier noch auf welche Linien achten muss. Dann ist das schön plan. Die hier kann ich 3-4 Tage lang halten, feucht halten, also im Kühlschrank. So, wenn die jetzt so ein bisschen angetrocknet ist, dann sieht man, sie werden so ein bisschen matter von der Oberfläche, glänzen nicht mehr so sehr. Jetzt kann man natürlich da noch mehr Deko drauf machen. Zum Beispiel hier, keine Ahnung, mache ich jetzt einfach noch ein paar Punkte drauf. Dann wird es noch ein bisschen dreidimensionaler auch. Aber ich würde es dann auch nicht übertreiben, weil irgendwann ist dann einfach auch die Frage, wie viel Zucker willst du denn eigentlich auf deinen Keks dann haben? So, jetzt sind es ja dann schon Keks, Zucker und nochmal Zucker. Mit der Deko kann man sich dann ja auch noch stundenlang ausleben, musst du aber nicht. Wenn du jetzt findest, ach, ich mache hier noch was Simples und serviere das so zum Tee, dann ist das eigentlich auch schon super.